Moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video und zu einem neuen Videoformat. Ja, es ist Sonntag und ich dachte mir, passend zum Namen meines Kanals, der bärtige Friese, mache ich mal ein Video über Bartprodukte. Ne? Ist doch mal stimmig, passt doch irgendwie. Ja, und weil Sonntag ist, schaffe ein Gläschen Whisky und machen jetzt mal ein schönes, gemütliches Video. Worum geht es heute? Es geht zum einen um Bartöl, Bartwachs und Bartmilch. Ja, alles Produkte, die ich selber auch schon benutzt habe oder auch teilweise benutze. Das Bartwachs tatsächlich ein bisschen weniger, weil heute mal fürs Video, aber auf der Arbeit die ganze Zeit mit Maske, da ist das eigentlich völlig für den Arsch. Ja, ich denke mal, ich werde diese Reihe von Videos noch ein bisschen weiterführen. Das heißt, vielleicht werde ich auch noch mal ein Bart-Shampoo vorstellen, Pomaden vorstellen und was mir sonst so an Haar- und Bartpflegeprodukten in die Hände fällt. Ja, sind jetzt halt Videos, die halt mehr an die Männer gerichtet sind. Aber gut, gibt ja auch so die eine oder andere Frau, die Pomaden benutzt. Ja. Ne? Ich muss zwischendurch ein bisschen die Inhaltsstoffe ablesen von den einzelnen Sachen, weil ich die Sachen benutze. Ich bin so ein Mensch, dass ich fest sich gut an oder es ist toll von der Konsistenz her, riecht gut, benutze ich. Gucke ich nicht unbedingt drauf, was drin ist. Aber na gut. Den Anfang machen wir mit Chrissys Bartwachs. Schöne kleine Dose. Die Sachen von Chrissys kommen aus Oldenburg. Ist ein Friseur in Oldenburg, der verschiedene Pomaden macht oder halt auch Bartwachs, Bartöl, Aftershave. Tolle Sachen dabei, werde ich auch alle nach und nach hier mal vorstellen. Und das sind echt gute Produkte. Und bei dem Bartwachs, das ist halt, ich muss selber noch mal kurz gucken, mit Lanolin und Duftöl. Das Zeug, das ist nur so eine kleine Dose. Ne, ich zeig's euch mal. Das ist relativ hart, also man kann es am besten mit dem Fingernagel so ein bisschen rausmachen und dann in den Bart einschmieren oder einmassieren. Ist super ergiebig und extrem gut, was den Halt angeht. Also ob man den jetzt so wie ich so zwirbelt oder ob man dann, ich sag mal, wie sich ein Bart wie Dali machen will oder so, völlig egal. Das geht 1A mit dem Zeug. Und man kommt mit so einer kleinen Dose echt lange hin. Finde ich super angenehm und ist völlig neutral vom Geruch her. Also da ist zwar auch Duftöl mit drin, aber ich finde es einfach neutral. Und von der Handhabung her super einfach. Wie gesagt, aber so ein bisschen was rausnehmen, ein bisschen zwischen den Fingern verteilen. Ich mache es immer so, ich reibe es mir dann quasi in den Bart rein und dann kann ich den anschließend so formen, wie ich ihn haben will. Wenn er damit spielt. Ist immer ein bisschen zickig der Bart, aber ja, also wenn ihr mal Bartwachs haben wollt, Chrissys Bartwachs ist echt toll. Kann ich nur weiterempfehlen. So, wenn wir dann bei Chrissys bleiben, dann kommen wir mal zu Chrissys Bartöl. Bartöl ist ja für jeden Bartträger eigentlich auch bekannt. Ne? Pflegt den Bart, pflegt die Haut. Und das Bartöl von Chrissys ist auch ziemlich ergiebig. Ist halt so ein schönes, typisches Bartöl, sagen wir mal so. Das ist halt, wenn man da hinten drauf steht, das ist halt mit Mandelöl, mit Arganöl, mit Jojobaöl und enthält noch ätherische Öle. Die muss ich jetzt gerade mal nachgucken, da kann ich euch gleich sagen. Ich kann so Gerüche mal schlecht einsortieren. Also, dass ich jetzt sagen kann, das riecht jetzt, was weiß ich, gut klar, Erdbeer, Himbeer oder sowas, aber wenn es so kombiniert ist, habe ich es manchmal ein bisschen schwierig, da das zuzuordnen. Ich kann aber nur sagen, riecht gut oder riecht nicht gut. Da haben wir ja das Bartöl. So. Also wir haben es aus kaltgepresstem Arganöl, dann noch kaltgepresstes Jojobaöl, Mandelöl
Und für den Duft sorgen Lavendel und Wacholderholz, Wacholderholzöl. Wie gesagt, ich finde es vom Geruch her ganz angenehm, so frisch und lässt sich unheimlich gut in den Bad einarbeiten. Und das kann ich euch auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Ich habe schon andere Badöle gehabt, so von großen, namhaften Herstellern. Da war ich nicht so zufrieden mit. Also entweder waren sie von der Wirkung her nicht so dolle oder vom Geruch her nicht. Und ich hatte auch mal, ich weiß nicht mehr von welchem Hersteller das war, es war super aufdringlich vom Geruch her. Das ging gar nicht. Und das war so überhaupt nicht mein Duft. Und nee, wie gesagt, das finde ich gut. Und wie gesagt, das kann ich euch echt wärmstens empfehlen. Ich benutze das jetzt schon seit, muss ich überlegen, 2018 ungefähr. Ja, so Oktober 2018. Bin da super mit zufrieden. Also auch dann sowas, was, wenn die Haut dann mal anfängt zu jucken oder sowas, das ist mit dem Bartöl schon sehr gut. Ja. Jetzt mal eben einen kleinen Schluck trinken, ne? So, Wochenende ist doch eine geile Erfindung, oder nicht? So, aber wie gesagt, von Chrissys Produkten wird auch noch mehr folgen. Wie gesagt, ich werde euch die Pomaden noch vorstellen. Dann gibt es auch ein, ich glaube, ein Haartonikum hat er noch, ein Shampoo gibt es noch von ihm. Es gibt eine Reihe, das hat, glaube ich, angefangen mit einem Aftershave, was er hat. Das nennt sich Waste of Crystal, kennen viele in der Szene. Daraus ist jetzt halt auch noch ein Shampoo entstanden und noch irgendwas. Also da gibt es jetzt eine ganze Reihe von. Ich glaube, eine Pomade auch von den Waste of Crystal. Das werde ich euch aber nochmal separat vorstellen, weil das ist so eine Reihe mit einem super tollen, angenehmen Duft. Ich kann schlecht beschreiben. Einfach klasse. Aber wie gesagt, beschreiben kann ich euch dann, wenn ich das Video dazu mache, weil ich dann dementsprechend die Sachen auch nachlese. Kommen wir mal zum nächsten Produkt. Und zwar etwas, was ich bis vor einiger Zeit selbst noch gar nicht kannte. Es ist von Nordmann, kommt auch hier aus der Gegend. Also aus dem Norden, wie der Name auch schon sagt. Und zwar Badmilch. Ist ein super Produkt. Ist halt so ein bisschen dickflüssiger. Und ich will mal gucken. Das ist ein, ja, im Endeffekt ein Pflegeprodukt, so wie Badöl auch. So, muss er jetzt irgendwie, wie drehe ich die ganze Zeit? Falsch oder so? Ja, man dreht natürlich dann falsch, das ist typisch für mich. Also das ist so ein bisschen wie so eine Creme. Hat so ein, ist auch super angenehm von der Konsistenz her und ist für den Bart super. Also das ist so ein, ja, pflegend wie ein Badöl. Und macht einen unheimlich schönen, weichen Bart. Also Nordmanns Badmilch. Wie gesagt, ich kenne sie auch noch gar nicht mal so lange. Ich war sehr erstaunt, jetzt gehört er Badmilch. Konnte ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Das ist ein super Produkt. Und es riecht vor allem super toll. Es hat so ein, ja, anfänglich etwas frischen und danach so ein, ja, ich würde sagen, würzig-rauchigen Geruch. Aber auch das werde ich mal eben nachlesen und kann ich euch dann gleich erzählen. Das ist so, ja, was ganz anderes irgendwie. Und ich finde es echt super. Und von Nordmann gibt es halt auch Pomaden, es gibt Shampoo von Nordmann. Auch die Sachen werde ich euch vorstellen, auch das Haartonikum. Die Sachen sind einfach toll. Also ich bin da sehr begeistert von. Das Haartonikum habe ich auch mal eine Zeit lang benutzt. Ist super. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Also Rasurpflege, die Feuchtigkeit spendet ohne zu fetten, das ist schon mal sehr gut. So, und da sind halt auch hochwertige Öle drin. Das besteht aus Barbasu und Jojobaöl. Und dann haben wir halt, also fürs,
fürs Haar an sich und für die Haut sind halt noch Pentanol und Aloe Vera drin. Das macht das Ganze also echt angenehm für, ja, für die Haut, für den Bart. Es ist unheimlich viel an Inhaltsstoffen. Ich werde sie euch jetzt nicht alle vorlesen. Wenn ihr das wollt, dass ich das in Zukunft so mache, dass ich euch sämtliche Inhaltsstoffe vorlese, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dann mache ich das. So, dieses Format ist ja auch für mich neu. Deswegen bin ich dann froh, wenn ihr mir so ein paar Kommentare schreibt und sagt, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, was soll ich mit reinbringen oder so. Immer da auch mal reinschreiben. Ja, jetzt steht hier zum Duft, steht nur der moderne Duft dieser Bartmilch ist angenehm auffallend, ohne aufdringlich zu sein. Erst frisch und dann ja, vollmundige Würze mit leichten herben Anteilen. Ist schwer das vorzustellen, aber es ist so, ja, wie gesagt, das Frische am Anfang und dann so ein ja, wie so ein leicht herber Männerduft, sag ich jetzt mal. Das ist so jetzt nicht süßlich oder nicht fruchtig oder so, sondern schon ein bisschen kräftig. Also echt angenehm. Und auch die Bartmilch ist echt sehr ergiebig. Und die kann ich echt nur empfehlen. Das ist so, seitdem ich die kenne, benutze ich auch weniger das Bartöl. Also ich benutze mehr die Bartmilch, weil ich es von der Benutzung her irgendwie angenehmer finde als das Bartöl. Aber gut, das ist natürlich eine Einstellungssache, was man mag. Man sagt, nee, ich bin eher so der Ölfan oder ich möchte so eine Bartmilch mal ausprobieren. Aber wie gesagt, ich kann es euch echt nahelegen und empfehlen. Ja, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was möchtet ihr als nächstes sehen? Möchtet ihr noch ein paar Bartpflegeprodukte sehen oder möchtet ihr Videos zu Pomaden haben? Also ich werde jetzt nicht jedes Mal im Video mir irgendwas in die Haare machen, Pomade oder sonst irgendwas. Das jetzt nicht, aber ich kann natürlich was dazu erzählen, wie ob die jetzt einen starken Halt haben, ob die einen nicht so starken Halt haben, ob die sehr glänzend sind, ob sie eher matt sind. Ich kann euch was über die Inhaltsstoffe sagen, Geruch, Konsistenz etc. Also da kann ich euch dann schon was sagen. So, schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr sehen möchtet. Tja. Ansonsten so ein bisschen das Übliche. Ne? Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Und was die Produkte angeht, ich habe sie zur Verfügung gestellt, gekriegt von dem Nico. Der Nico hat einen Online-Shop, nennt sich Beards of Steel. Und ja, der vertreibt halt die Sachen von Chrissys, von Nordmann und von vielen anderen Herstellern. Wenn einer von euch jetzt sagt, mich interessiert das Öl oder die Bartmilch oder möchte generell mal bei Beards of Steel nach Pomaden, Haarpflege, Bartpflegeprodukte suchen und schnüstern, unten in der Infobox, da findet ihr einen Gutscheincode. Den könnt ihr eingeben, dann kriegt ihr auf eure Bestellung oder auf die erste Bestellung 10% Rabatt. Und das kann schon ein paar Euro ausmachen, je nachdem, was man sich da so alles aussucht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei dem Nico mal auf der Seite vorbeischaut. Wenn ihr nach Pomaden sucht, nach Bartpflegeprodukten sucht, guckt da gerne mal vorbei. Und wie gesagt, nutzt den Gutscheincode, der unten drin steht. Und ja, dann soll es das eigentlich auch schon für dieses Video gewesen sein. Kurz und knackig. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen auf eure Mithilfe angewiesen. Wie soll ich die Videos in Zukunft gestalten? Was möchtet ihr sehen? Schreibt es immer in die Kommentare. Und wenn ihr Fragen zu den Produkten habt, auch das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich beantworte euch das gerne. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Schaut bei dem Nico auf die Website. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.